In dieser Halle lief es zuletzt gut. Bislang 3 Spiele hier in Wuppertal. Das ist etwas, was wir bei Hamburg zuletzt immer wieder gesehen haben. In Überzahl. Scholtes. Was haben wir im Vorfeld der Partie gesagt? Hamburg bekommt zu viele Gegentore. Um das noch komplett zu machen, Nikolaisen nach seiner Rücken-OP auch nicht mit dabei. Und eben Isaac Persson. Jetzt kommt Yannick Franz. Und fliegt und fliegt und fliegt. Den schießt Lassen mal rein. Jetzt haben sich die ein oder anderen Unkonzentriertheiten nach vorne auch eingeschlichen. Bei den Gastgebern. Babak mit am Start. Lassen hinter dem Rücken weitergeleitet. Ja, die Lösung heißt immer Frederik Bo Andersen. Gleiches gilt für Valjolin auf der anderen Seite. Das Tore werfen ist eröffnet und zwar so richtig. Die das anders pfeifen. Vielleicht ein 50-50 für, ich bin da aber bei den beiden. Lassen. Wartet die Situation perfekt ab. Die Tür ist dann offen. Scholtes packt eins oben drauf. Violin. Ja, sie sind an ihm dran, aber wenn der in Fahrt kommt. Violin schlägt oben ein. Mats Andersen gegen Melsung getroffen. Violin, stellen Sie gut zu. Mortensen mit der Finte scheitert wieder. Schiedsrichter stark, klar in der Kommunikation, dafür sind die beiden bekannt. Das gehört auch noch zu diesem Spiel dazu. Und natürlich die Torhüter. Wieder der Ball auf Sesing. Lassen bekommt ihr nicht in den Griff. Maldonado ist durch. Eloy Morante Maldonado mit dem Ausgleich. Scholtes gegen Mortensen. Mortensen, das ist drin.